So, und weiter geht's mit Bauen. Ah, Ruckler! Ist runtergefallen? Ja. Und zwar, ich konnte 3 Schienen setzen, aber alles wieder vor weg. Super. Ich könnte ausrasten. Soll ich das machen? Das wird bei dir, denke ich, obwohl ja, bei dir läuft das selber, stimmt. Ja, warte, nimm mal hier die Schienen. Nimm die Plattform, ich hab dir das reingeschmissen. Das wäre besser, wenn du mir das einfach nicht irgendwo hinschmeißt, sondern mir vor die Füße schmeißt. Ich hab gesagt, nimm das und du gehst weiter. Ich baue hier gerade die scheiß Plattform auf. Ja, das mache ich jetzt. Ja, komm zu mir und gib mir die Scheiße. Warte mal, ich muss jetzt noch ein bisschen mein Inventar wieder einrichten. So. Gib mir die Sachen. Okay. Das würdest du nämlich jetzt so kannst, wenn du da oben fährst, überhaupt nichts mehr von der Landschaft sehen. Ja, du hast ein bisschen hoch. Ich wollte eigentlich nur, dass du ein bisschen höher machst, nämlich so weit. Ja, jetzt ist man über den Bäumen. Ja, nicht über jeden Baum, ne? Da halt nur. Ich habe nur die ersten 3-4 Bäume abgucken. So. Das ist es ja. Vielleicht ist das ist nämlich vielleicht ein bisschen zu hoch. Ja, anders funktioniert es nicht halt wegen den Bäumen. Nein. Wenn du auf dem Weg bist, sag Bescheid, ne? Nö, ich wollte mir das noch kurz angucken mit den Bäumen. Dann gehe ich wieder zurück ins Haus. Boah, ich wollte eigentlich die Reste der Schienen nehmen, damit ich so lange wie möglich bauen kann. Ja, doch, ist okay. Ich habe jetzt gerade eine Höhe angeguckt. Hier. Ja. Ja, aber ich komme da gerade zum Turm marschiert. Theoretisch kann man diese Höhe nehmen. Die ich jetzt hab, oder? Die ich jetzt gerade hab. Moment. Vielleicht sogar einen tiefer noch. Wo die Erde jetzt ist. Ja, vielleicht sogar einen tiefer. Genau. Ich wollte alles wieder abbauen.
Ja, das kannst man. Das ist kein Ding, das ist kein Problem. Bis wohin hast du denn jetzt die Erde gezogen? Bis zu einer Hütte. Ah, okay. Ja, ne, bis zum Ende der Schienen. Das ist ja. Kannst du mal eine zweite Schicht mit der Erde drunter bauen? So, als Plattform zum Gehen. Es sei denn, du probierst das mal mit dem Faden und dem Arbeiten aus. Ich kann das machen. Zweite Schicht Erde, kommt sofort. Ja, bevor du die Erde machst, probier's mal mit dem Faden aus. Vielleicht läuft es ja bei dir flüssiger. Ja, also, aber die Erde muss trotzdem weg dann. Ah, dann setz dir gleich mal eine Schiene als Anhaltspunkt. Das ist spannend. Kannst ja wieder Zeit drauf verbauen. Zeitraffer kommen wir nicht ins Haus. Nicht mehr. Hallo. Ja, bauen wir gerade mal nicht zu viel. Hallo. Okay, aber du baust das noch alle wieder ab. Ja. Mach ich eh nicht. Ja, ich sehe das Haus. So. Machst du mal gerade die Erdschicht ab? Mach ich gerade. Die erste? Okay. Ja, ich komme gerade zu deiner Richtung wieder. Ja, ich komme dir entgegen. Okay, hallo. Warte, bevor du gleich hier weitermachst, hier. Dann versuch mal von oben aus wieder runterzufahren und die Schienen zu setzen. Setz dir vielleicht hier vorne noch ein paar mehr hin, damit du dich noch genug Zeit hast zum Orientieren der Schienen. Gemacht. Weißt du, die krasse Kurve geht oder sollten wir eine. Nee, wir sollten, glaube ich. Die Kurve geht. Nee, wir sollten das wie oben machen. Das ja, nee, das da oben können wir ja später nachbauen. Ich will jetzt einfach nur mal die Gerade durchziehen. Ja, ich weiß nicht, ob weil ich weiß noch nicht mal, ob wir überhaupt über den Turm bauen oder ob wir hier runter in den Bahnhof mit einbauen. Ja, aber deswegen brauchen wir hier hinten noch nicht so viel planen. Hauptsache, die Gerade ist erstmal da. Ich dachte, so sieht es hübsch aus. Vielleicht der einen mehr. Ja, okay. Schmeiß die Plattform drauf und fahr mal. Wäre es besser, wenn du vielleicht oben machst. Ja, aber ich muss schnell weg, den Wechsel muss schnell können. Ja, deswegen geh da oben auf den Turm hin. Damit du auch noch mit der Maus hier justieren kannst. Moment. Ich hab's gleich. Oder du ziehst halt da länger, das ist mir eigentlich sowas von egal. Ja, die Ruckler meine ich. Die sind so kacke. Aber vielleicht kannst du jetzt von da aus weitermachen.
Nein! Bauen ab, bauen ab! Ich setze ihn dir, ja? Ja. Ansonsten können wir, was die Ruckler angeht, auch die Schienen zur Hälfte tauschen. Also Hälfte, Hälfte machen. Mit zwei Plattformen versetzt bauen. Und wenn einer den Leck hat, kann er dann hinter den anderen springen, während der andere weiterbaut. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Oder? Wie viele Schienen hast du noch? Gib mal die Hälfte der Schienen. Das wird sich, ich habe nur noch 777. Ja, ist ja okay. Du hast auch noch eine Plattform, ne? Nein. Doch, doch, hab ich. Okay. Dann, ich setz dir eine. Ja. Okay, warte mal. Ich muss jetzt erst die Schienen hinten reinlegen. So. Ne, du musst eine Plattform nehmen. Soll ich die auch noch setzen, oder? Aber ne, gib her. So, ich setz dir eine, du springst drauf. Ja. Wenn du Leck hast, dann wartest du, bis ich vorbei bin und kommst hinterher gefahren. Ja. Leck. Runtergefallen. Kacke, ja, ich hab's auch gerade verkackt. Das ist scheiße schwer. Ja, nachzukommen ist ein bisschen schwieriger. Kommst du hoch? Okay. Ich hab nur eine. Genau. Komm mal weiter nach hinten, damit du mehr Zeit hast. Und da. Es gab wieder ein Leck. Ja. Ja, ich komme. Versuch du weiterzumachen. Nein, hier sind Bäume. Hier müssen wir Bäume fällen, damit wir weitermachen können. Moment. Willst du machen? Achso, du willst erstmal auf der Ebene weiterbauen? Ich dachte, man könnte auch durch. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir durch können oder nicht. Leider nicht. Ne? Okay, dann bauen wir die jetzt mal weg. Bauholz. Hier oben ist auch ein bisschen was weg. Und ich glaube, dass dieses Prinzip mit dem Nachbauen gut funktioniert. Gehen gleich die Schienen aus. Ja, ich hab noch ein paar. Hier oben kannst du jetzt auch die so setzen. Ich hab jetzt. Nee, warte mal. Ich hab keine mehr. Ja, ich hab alles deine. Ist irgendwie gedroppt. Ja. Station müssen wir auch noch später bauen. Moment, das wird da nicht durchgehen, ne? Oder warte. Warte! Wollte nur kurz gucken, ob es da wirklich durchgeht. Ich muss eh was essen, ne? Ja, aber ich hab jetzt nichts hier. Ich muss mir gleich was zu Hause machen. Ah, jetzt ob du nichts zu Hause. Muss ich wieder mit Essen. Nee, ich. Ganz ehrlich, ich brauche viel. Ich verbrauche schneller Essen, als ich jetzt das kochen kann. Danke. Da reicht erstmal. Ja, bau den ab. Hau den jetzt ab. Der Baum dahinter muss auch weg. Sehe ich gerade. Die Bäume.
So, wie viele Schienen hast du denn jetzt eigentlich? 490. Na, dann kannst du ja noch was bauen. So weit kommst du jetzt eh nicht mehr. Soll ich dir die Plattform setzen, dann kannst du bauen. Okay. Bereit. Und. Nein! Oh. Egal. Und ich falle runter. Na, ja, ich fall runter. Hast du die. Kannst du den Fehler beheben? Kannst du die einen Schienen da wegmachen? Ja, ja. Mist, egal, die eine Schiene habe ich jetzt gefällt, die kann man später mal korrigieren. Was aber interessant wäre, ist diese eine Schiene, dieses eine Fahrzeug, das neue. Es wäre nämlich cool, wenn es eins gibt, was man selber steuern kann. Ja. So, wenn man so draufsteigt, sich vielleicht hinsetzen kann und dann halt mit A und D die Richtung steuert. Ja. Was schreibe ich denn da an? Ja, ich wurde auch gerade kontaktiert. Ich guck mir das gerade an. Und? Wer ist es? Gleich, ich komm raus. Es ist wahrscheinlich Clemens. Ja. Yep. Ja. Ich schreibe gerade. Hoffentlich wird er uns danach nicht spammen. Alter. Ernsthaft? Er spammt, ne? Ja. Dann kick ihn einfach vom Server jetzt zu lange. Ja, er ist gerade ruhig. Ich hab's uns gleich drauf und. Er bereitet sich jetzt nur vor auf dem Spam des Jahrhunderts. Du kannst übrigens Erde aufsammeln auf dem Heimweg, ne? Ja, ich weiß nicht. Oh Gott, ein Michi kommt. Vielleicht kommen wir auch in den Aufnahmen-Channel rein.